Willkommen zu einer neuen Episode von BroZip bewertet eure Physik. Und wie immer werde ich heute mir die Zeit nehmen und eure Körper bewerten, damit ihr ganz genau Bescheid wisst, wo eure Stärken liegen, wo eure Schwächen liegen, woran ihr arbeiten solltet, damit ihr eure Physik auf das nächste Level bringen könnt. Und zusätzlich werde ich euch natürlich den einen oder anderen Tipp mit auf den Weg geben. Und wie immer habe ich euch diesbezüglich auf Instagram gefragt, habe wieder 400-500 Nachrichten von euch bekommen. Also sorry jetzt schon mal, wenn ihr nicht dabei seid. Ich kann leider nicht alle berücksichtigen. Seid mir bitte nicht böse und fangen wir mal direkt an. Wir haben wirklich richtige Profiathleten dabei, Anfänger dabei, Männlein, Weiblein, alle sind wirklich mit am Start. Und zwar der erste Athlet, wie immer hier, mein Handy abgefilmt, und zwar Ramon Limacher. Richtig gut, wenn wir uns die Bilder hier mal so anschauen. Also von vorne zum Beispiel gefällt mir das sehr, sehr gut. Oberschenkel sind am Start, die Brust ist schön voll. Die Schultern, würde ich sagen, fallen so ein wenig ab im Vergleich zum Rest, aber ansonsten wirklich ein richtig, richtig gutes Gesamtpaket. Die Adduktoren könnten ein bisschen dicker sein, die Quads sind dafür richtig gut. Von hinten gefällt mir das auch sehr gut, ne? Also der Rücken ist schön dicht. Rückenbreite ist so deine größte Schwachstelle, also Lateris Major vielleicht noch ein bisschen stärker fokussieren. Das kann man hier auch, glaube ich, ziemlich gut sehen, so ein bisschen V-Form, ne? Die brauchst du ein bisschen mehr, dann kommt die Physik, glaube ich, nochmal deutlich besser. Also der Bizeps ist hart am Start, der Trizeps ist sehr gut am Start, Beinbeuger eigentlich von hinten auch. Von der Seite, ja, hier kann man es auch sehen, sieht richtig gut aus. Also wirklich sehr, sehr gut. Schultern könnten, wie gesagt, ein bisschen besser sein hier, ne? Sieht man es auch eventuell. Und ja, ansonsten gefällt es mir sehr gut, ne? Lat, Adduktoren, super Physik, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Weiter geht's mit der Sarah. Sarah ist wahrscheinlich Bikini-Athletin oder post zumindest wie eine Bikini-Athletin. Von vorne gefällt mir das auch sehr, sehr gut. Also Schultern sind sehr, sehr stark. Bauchmuskulatur kann man leider nicht so gut sehen. Glut von vorne auch ziemlich gut. Quads könnten ein bisschen dicker sein. Also Sarah, ich würde dir empfehlen, vielleicht ein bisschen mehr ja, den Quad zu fokussieren, anzugreifen. Hier haben wir noch ein Bild. Ja, hier kann man es auch sehen. Also manche Frauen wollen natürlich ein Thigh Gap haben, also eine Lücke zwischen den Beinen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, so aus Bodybuilding-Sicht vielleicht ein bisschen mehr Quads. Ne? Ansonsten Glut ist da, Rücken ist sehr, sehr gut, Waden auch. Also da kann man echt nicht viel sagen, außer halt einfach mehr draufpacken und vor allem so ein bisschen mehr vielleicht den Oberschenkelmuskel fokussieren. Weiter geht's mit Tobias Theis. Hier haben wir ja ganz viel geschrieben. Und zwar, ja, Schultern gefallen mir sehr gut, Abs gefallen mir sehr gut. Das ist jetzt ein Spiegel-Selfie. Arme scheinen so ein bisschen abzufallen im Vergleich und eventuell ein bisschen mehr die Brust fokussieren. Yes, ansonsten haben wir keine weiteren Bilder. Ich will nur mal gucken, ob da irgendwas noch vielleicht, nee, steht nichts mehr drin. Und weiter geht's mit dem Luca. Luca hat eine richtig gute Transformation hier am Start, wie man sehen kann. Also, ja, Masse, ne? Das kann man nicht so gut beurteilen, weil natürlich sehr, sehr viel Fett drauf ist. Das kann man schon deutlich besser beurteilen. Das Ganze hat jetzt 6 Monate gedauert, also richtig gut, Mann. Kannst auf jeden Fall mega stolz auf dich sein. Die Schultern gefallen mir sehr gut, die Brust könnte ein bisschen voller sein, die Arme könnten ein bisschen dicker sein, aber ansonsten, ja, so von der Front würde ich sagen, tendenziell vielleicht ein bisschen mehr Schultern und Arme fokussieren und dann wird das ein richtig gutes Gesamtpaket. Timo, New Timo heißt der auf Instagram. Sehr viele gute Bilder mit am Start, sage ich mal, ne? Fangen wir auch direkt an. Von der Seite sieht der Beinbeuger ein bisschen schwach aus. Kann aber auch an der Pose liegen. Muss das Bein so ein bisschen mehr gegendrücken. Die Arme sehen richtig gut aus. Die Schulter sieht sehr gut aus. Könnte vielleicht ein bisschen runder sein. Die Brust könnte ein bisschen voller sein. Von vorne gefallen mir die Beine richtig gut. Also Quads sind sehr, sehr stark. Vor allem so dieser Schwung außen ist richtig gut. Der Lat kommt richtig gut raus. Yes, von der Seite. Ja, ich würde sagen, so ein bisschen vielleicht den Beinbeuger nochmal dran drücken. Dann kann man das auf jeden Fall besser sehen. Also schön mit dem vorderen Fuß gegen den hinteren Fuß dranhauen. Am besten auch so die Finger, nicht Fingerspitzen, die Zehenspitzen in die Fußkuhle, ne, in die Fußmulde oder was auch immer reindrücken, dann kommt es meistens ein bisschen besser. Arme sind auf jeden Fall richtig gut, Schulter poppt auch gut raus. Von hinten gefällt mir das auch eigentlich sehr, sehr gut, ne? Vielleicht ein bisschen mehr Latt, aber man kann nie genug Latt haben, ihr wisst es, glaube ich, mittlerweile. Moritz von Strang, yes! Also immer super liebe Sachen, die ihr mir schreibt.
Freut mich sehr, hat auch eine richtig gute Trafo hingelegt. So sah er vorher aus und so sieht er nachher aus. Also bewerten wir mal seine Form aktuell. Ja, Arme sehen sehr gut aus, finde ich, von hinten so. Man erkennt, dass da gut Masse drauf hängt. Waden sehen sehr gut aus. Der Rücken könnte halt ein bisschen breiter sein, ne? Also vielleicht ein bisschen mehr Lat. Trapez könnte auch allgemein so ein bisschen stärker vorhanden sein. Also ich würde sagen, Rücken solltest du definitiv fokussieren. Das sieht man hier auch. Die Schultern, ne, erkennt man ziemlich gut. Aber der Rücken fällt so ein bisschen ab im Vergleich zum Rest, würde ich mal sagen. Von der Seite gefällt mir das auch ziemlich gut. Der Trizeps könnte ein bisschen runder sein, also langer Kopf, Trizeps fokussieren wäre eventuell nicht verkehrt. Ansonsten auch von der Pose, ne, die kann man natürlich anders posen. Die Brust sieht halt auch nicht so stark aus, aber das liegt wahrscheinlich am Körperfettanteil, ne. Ich glaube, wenn du ein bisschen leaner wirst, das kann man an dem rechten Flat schon hier so ein bisschen erkennen. An dem hier, ich zoome mal kurz drauf, damit ihr seht, was ich meine. Ich glaube, deine Brust ist gar nicht so schlecht. Wenn du so ein bisschen weniger Fett hättest, dann ja, würde man, glaube ich, es besser sehen können. Ansonsten Rücken fokussieren, Trizeps fokussieren. Von der Seite gefällt mir die Schulter eigentlich ziemlich gut. Yes, weiter geht's. Erika. Ja, Erika ist sehr quad-dominant von vorne, so wie es aussieht. Wenn wir uns das Bild mal anschauen, dann ja, muss man sagen, die Quads sind schon sehr massiv am Start. Die Waden auch sehr, sehr massiv. Von der Seite auch sehr quad-dominant. Also eventuell mehr Beinbeuger fokussieren, würde ich persönlich. Mehr Beinbeuger fokussieren und mehr Glut fokussieren. Oberschenkel sind schon sehr, sehr stark. Genau. Falls du möchtest, dass die Beine sich schließen, je nachdem, was für eine Klasse man eben, in welcher Klasse man antritt, wären Adduktoren auch nicht so verkehrt, würde ich mal sagen. Ansonsten ist dein Quad deutlich stärker als deine Adduktoren. Yes, der Rücken passt aber auch wieder sehr gut rein. Arme ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Ein bisschen mehr Bizeps-Peak, aber das ist bei Frauen super selten. Also man sieht kaum Frauen mit einem richtig guten Bizeps-Peak, weil meistens auch der Bizeps halt einfach keinen Fokus, sag ich mal, darstellt. Und man hat auch oft als Frau sehr viel Fett an den Armen im Vergleich zum Core jetzt. Aber ansonsten ist es schon sehr massiv, Schultern sind sehr stark. Yes, ich würde den Beinbeuger und den Gluteus ein bisschen stärker fokussieren. Weiter geht's mit Niklas Gleich. Das gefällt mir auch sehr gut, sehr ausgeglichen. Beinbeuger vielleicht ein bisschen mehr von vorne. Adduktoren sehr schön, Quad sehr schön, ist natürlich ein bisschen ausbaufähig von der Masse, aber es geht ja darum, Proportionen zu bewerten und Ästhetik zu bewerten, Schwächen und Stärken zu bewerten. Und ich finde das einfach super harmonisch. Die Beine fallen so ein bisschen massetechnisch ab. Ich finde, du bist im Oberkörper besser. Die Schultern, die Brust, das gefällt mir sehr gut. Da sind die Beine so ein bisschen schwächer als der OK, würde ich sagen. Also auf dem Bild definitiv, kann aber auch an dem Bild liegen. Hier finde ich es wieder ein bisschen ausgeglichener. Ja, sehr, sehr schön. Der Sartorius poppt raus, also good job, Lat kommt gut. Auf dem Bild finde ich die Brust ein bisschen schwach, ne? Aber ansonsten, ja, sehr, sehr gut von der Seite. Die Schulter könnte ein bisschen dicker sein, generell. Aber ja, das Bild gefällt mir sehr gut. Hättest du hier so ein bisschen mehr UK-Masse, so würde ich sagen, sehr schöne Line-Up-Pose. Ist natürlich auch so sehr, sehr gut, keine Frage. Aber du willst auf die Bühne, du willst eine gute Bewertung, eine ernste Bewertung. Und daran würde ich halt arbeiten, so ein bisschen UK-Masse an den Beinen drauf zu kriegen. Bisschen mehr Beinbeuger. Ansonsten, der OK gefällt mir sehr, sehr gut. Sina Stein. Sina Aesthetics. Yes. Also, was gefällt mir hier, was gefällt mir nicht? Die Arme gefallen mir sehr gut. Also, man sieht hier auch schon den Brachialis. Man sieht einen schönen, runden Bizepskopf. Der Trizeps zeichnet sich ab. Der Trapez ist super stark. Also wirklich sehr, sehr nice. Ja, ein bisschen mehr Lat wäre nicht verkehrt. Von hinten würde ich dir empfehlen. Von der Seite ein bisschen mehr Brust. Arme sind super. Bisschen mehr Beinbeuger. Glut kommt gut rein. Und von vorne gefällt mir das aber alles sehr, sehr gut. Also die Abs sind wirklich richtig nice. Die Schulter ist richtig rund. Auch hier sieht man die Schulter beim Bizep Curlen. Brutal. Gefällt mir sehr gut. Er ist schön ästhetisch. Schön. Sehr schöner Athlet. Kleine Schwächen hier und da, ne? Ein bisschen mehr Brust, bisschen mehr Lat, bisschen mehr Beuger. Quads gefallen mir auch sehr gut. Adduktor ist auch eigentlich da. Muss mal gucken, wie du im Line-Up nebeneinander mit den Beinen stehst. Aber das, was ich sehe, ist schon sehr nice. Ja, es ist immer so awkward, wenn man so eine Story postet und dann immer so irgendein Screenshot drin ist. Jetzt so ein Screenshot, sieht komisch aus. Naja, egal. Weil, also, ich sehe komisch aus. Weiter geht's. Hakin Akshin.
Ich hoffe, ich habe den Namen nicht irgendwie falsch ausgesprochen. Schulterbreite mega nice, also Frame ist da. Brust könnte ein bisschen dicker sein, meiner Meinung nach. Aber ansonsten, Schultern gefallen mir sehr gut. Mal schauen, wie die Arme aussehen von hinten. Ja, Trizeps könnten ein bisschen mehr sein. Vor allem links so, wenn man sich das anguckt. Das ist nicht rund genug, das kann runder sein. Schultern gefallen mir von hinten auch sehr gut. Rücken könnte ein bisschen massiver sein. Ein bisschen mehr Masse vertragen. Adipose ist auch nicht so gut gepostet. Also du siehst besser aus, wenn du die Arme nicht so krass an deinen Körper ziehen würdest und den Lat ausfährst. Aber ja, also ich habe mittlerweile so viele Leute gecoacht, dass ich das trotzdem sehen kann, wie es aussehen würde, wenn man halt dann richtig postet. Aber es sieht schon sehr gut, sehr ausgeglichen aus. Von vorne, ja, bleibt eigentlich dabei. Bisschen mehr Brust, bisschen mehr Arme, bisschen mehr Rücken. Yes, Midsection gefällt mir sehr gut, Schultern sind sehr, sehr gut. Ansonsten können wir den Rest nicht bewerten, weil der Rest ist nicht da. Weiter geht's mit Fadel Abbas. Yes. Waden gefallen mir sehr gut, Trizeps gefällt mir sehr gut. Trizeps, also allgemein der Arm passt sehr gut zur Schulter. Beinbeuger, super. Quad, müssen wir mal gucken. Rücken fällt halt hart ab. Also hier sieht man auch, guck mal, so einen runden Arm und dann halt so einen Rücken. Ne? Also von den Proportionen würde ich sagen, vielleicht ein bisschen mehr den Rücken fokussieren. Du bist hier auch ein bisschen asymmetrisch von der Pose, aber trotzdem kannst du am Rücken auf jeden Fall, guckt euch mal die Waden an, die sind richtig heftig, kannst du auf jeden Fall am Rücken noch ein bisschen mehr Masse draufpacken, vor allem Lat. Vor allem Lat, Trapez ist eher stärker als Lat, aber ich würde auf jeden Fall hart den Lat fokussieren. Die Arme sind super, die Schultern, wie gesagt, hier von der Seite passen auch sehr gut rein. Von vorne, wie schaut das Ganze aus? Ein bisschen mehr Brust, Schulter ist absolut deine Stärke. Also schön runde Schultern hier am Start. Ja, Bauchmuskeln sind wahrscheinlich von deiner Struktur nicht mega gut gesegnet. Aber grundsätzlich kannst du die auch noch dicker machen. Also ich weiß nicht, ob du richtig schweres Bauchtraining machst. Wenn nicht, dann würde ich welches einbauen. Ansonsten gefällt mir das auch sehr gut. Ja, Beine super, Arme super, Rücken schwächelt ein bisschen, Brust auch ein wenig halt. Ne? So, Maxim. Weiter geht's, 18 Jahre alt, der Junge. Und auch hier muss man sagen, ja, können wir nur am besten die Bilder bewerten, wo man viel sehen kann. Also hier kann man sehen, Schultern sind schön, Arme fallen ein bisschen ab, Beine sind sehr stark, Bauchmuskeln sind auch gar nicht mal so schlecht. Brust, würde ich sagen, ist so die größte Baustelle bei dir. Yes, wenn ich mir das so anschaue, von vorne der Lat, der kommt gut raus. Ne? Auch hier kann man das schön erkennen, ne? Schön rund. Aber die Arme sind leider ja, ein bisschen ausbaufähig. Ansonsten der Rücken ist supi. Schultern sind sehr gut. Hintere Schulter kommt auch schon so leicht raus. Arme, vor allem Trizeps. Ne? Hier, wenn man sich anguckt, der Bizeps zeichnet sich sehr gut ab. Der Trizeps könnte ein bisschen dicker sein. Ist so eher deine Schwäche, würde ich einfach mal behaupten. Yes, weiter geht's. Und zwar mit SC. Joe1-8-6. Ja, also hier auf dem Bild fällt mir auf, die Schultern sind mega. Die Brust könnte ein bisschen dicker sein, Arme könnten ein bisschen dicker sein. Beine sind auch ganz gut, Adduktoren definitiv würde ich anpeilen, entweder Sumo heben oder mehr an den Adduktoren trainieren. Der Rücken gefällt mir auch ganz gut, wobei ich sagen muss, dass zum Beispiel hier der Trapez doch schon deutlich stärker ist, so der Mid-Trap und vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf den Lat, ne, damit du auch mehr hier unten bekommst. In der Mitte gefällt mir das, wie gesagt, sehr, sehr gut. Yes, Arme würde ich auch sagen, sind eher schwach im Vergleich zur Brust. Die Brust gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier gefällt die mir sehr gut. Also ich weiß nicht, ob das das gleiche Bild ist, ne? Aber hier würde ich sagen, ja, von vorne vielleicht ein bisschen mehr Brust, von der Seite definitiv nicht. Also so ein fettes Teil, das da rumhängt, ne? Also an dir hängt, ist schon richtig gut. Ja, Arme fallen am stärksten ab. Ich würde sagen, Arme, Lat, Adduktoren fokussieren. Yes, Natural Athlete, und zwar Elder.nbb. Hat sehr gute Vergleichsbilder hier rausgeballert. Trainingspedia Pro Army. Wie so viele eigentlich, voll nice. Also die meisten, die mir schreiben, haben entweder das Trainingspedia oder das Pro oder sogar alles. Ja, sehr, sehr nice. Also sieht aus, als wärst du 15 cm breiter geworden. Also das ist auf jeden Fall richtig gut. Oberschenkel sind auch gar nicht mal so verkehrt. Ich würde vielleicht ein bisschen mehr die Adduktoren fokussieren. Ne? Vielleicht ein bisschen tiefer Kniebeugen, vielleicht an die Adduktorenmaschine.
Das macht das Bein halt einfach viel runder. Und es sind 5 Adduktormuskeln, die es gibt. Der Quad besteht nur aus 4 Muskeln und trotzdem fokussieren die meisten eben die Adduktoren gar nicht. Muss man auch nicht immer, aber wenn man halt dort eine kleine Schwäche hat, warum nicht? Arme passen sehr gut rein. Ich würde sagen, wenn was so bei dir stark abfällt, ist das so die Upper Chest. Ne? Brust allgemein, aber gerade so die obere Brust, das ist so, was am meisten bei dir fehlt. Das kann man auch hier so sehen. Untenrum ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, die Brust. Obenrum muss auf jeden Fall noch mehr rein. Die Schulter, die Arme passen sehr, sehr gut rein. Bizeps, Trizeps ist recht ausgeglichen. Der Rücken ist auf jeden Fall deine Stärke, würde ich sagen. Ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Schultern und Rücken. Wobei ich die Schultern fast noch besser finde. Ich finde die, ja. Aber hier sieht man es auch richtig gut. Masse draufgepackt, Mann. Nice. Also 12 Monate, 12 Kilo. Das ist schon auf jeden Fall respektabel, mein Lieber. Mach weiter so, richtig gut. Nochmal irgendwie 10 Kilo oder so drauf und dann kannst du wieder runter oder was. Also müssen nicht 10 sein, du weißt, was ich meine. Ordentlich noch aufbauen und dann wird es richtig gut, ja. Obere Brust, wie gesagt, würde ich fokussieren und dann ist es ein richtig gutes Paket, ne. UK auch ein bisschen mehr, ne. Also Beine fallen schon gegen den Rücken ein bisschen ab, würde ich mal meinen. Fares ist der nächste, Fares.la, so. Ja, Hammer, das war, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich mir, krasse Transformation, Digga. Schaut euch das mal an, Alter, 65,90. Oder das. Also wie ein ganz anderer Mensch. Also, ja, hast du richtig gut gemacht. Brust auf jeden Fall deine Stärke, absolut. Wenn man sich das so anguckt, könnte der Trizeps ein bisschen runder sein, der Bizeps könnte auch ein bisschen runder sein, Schultern auch vielleicht, die Brust ist wirklich mega krank, also die ist heftig. Abs auch, also obwohl du so dick warst, wenn man sich das mal so von der Seite anschaut, sieht es richtig gut aus, Mann. Also heftig. Man sieht hier auch ein paar Dehnungsstreifen, das habe ich auch, ich war ja früher auch mal richtig dick, deswegen kann ich das, aber ey, auch die Muskulatur, die du drauf gepackt hast, Alter. Einfach ein anderer Mensch, komplett anders, sehr nice. Aber so für eine richtig gute Physikbewertung, Mann, musst du mir auf jeden Fall andere Bilder schicken, so kann man das schlecht beurteilen, also nicht so gut beurteilen. Ansonsten hintere Schulter poppt ganz gut raus, Arme könnten ein bisschen dicker sein, Schulter könnten ein bisschen dicker sein, Brust ist super, yep. Fares, good job. Philipp, KR, hat 2 Bilder gepostet. Hier gefällt mir der Bizeps sehr gut. Der Trizeps könnte ein bisschen runder sein, habe ich schon öfter heute gesagt. Die Brust könnte ein bisschen voller sein, die Schulter gefällt mir sehr gut, hintere Schulter könnte ein bisschen mehr rauspoppen, die würde ich auch ein bisschen stärker fokussieren von vorne. Eigentlich das gleiche Bild, super guter Bizeps, sehr, sehr gute Schultern an sich, von vorne schön rund, Brust fällt ab. Yep. Jetzt weißt du, was zu tun ist, Philipp. Weiter geht's mit Alex. Alex, 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 mein Lieber, von vorne, Beine richtig dick, gefällt mir sehr gut, Lat kommt raus, Schultern so ein bisschen schwächer, würde ich mal behaupten, da kann auf jeden Fall noch einiges gehen, Schultern, ja, Rücken ist auch, passt auch gut zusammen, also Trap und Lat, Arme, das ist recht ausgeglichen, da ist jetzt nichts zu stark oder zu schwach, würde ich mal sagen, einfach überall Masse draufpacken, ja, die Pose steht dir sehr gut, die Abs kommen trotz, Körperfettanteil über, würde ich mal sagen, 14-15% doch sehr, sehr gut raus. Das ist natürlich sehr nice für Instagram zum Beispiel, Instagram Genetics. Wird ein bisschen vielleicht die Schultern nochmal angreifen. Also die Brust ist schon nicht frei vom Körperfettanteil und trotzdem würde ich sagen, ist sie ein bisschen stärker als die Schulter. Also ich würde auf jeden Fall Schultern fokussieren, ansonsten überall drauf packen. Sonst sehr, sehr ausgeglichen. Für 19 ein sehr, sehr geiles Paket, Alex. Mach weiter so. Stefan Müller. Yes, Stefan. Auf geht's, ab geht's. Hier, Schultern gefallen mir sehr gut, Brust fällt ein bisschen ab, Beine sind auch sehr, sehr gut, würde ich sagen, so auf Anhieb. Adduktor ist da, alles ist da, vielleicht ein bisschen mehr Outer Sweep, ne, so ein bisschen mehr allgemein, vielleicht Oberschenkelmuskel und dann werden die sowieso runder, aber enges Kniebeugen vielleicht mal probieren oder so, oder bei Beinstrecker so ein bisschen nach vorne die Fußspitzen, wenn du es verkraftest, nicht jeder verkraftet es, gibt ein bisschen mehr Aktivierung außen, vielleicht bringt es dir was, ansonsten hilft da nur wirklich Masse draufpacken. Von der Seite auch wieder das gleiche Bild eigentlich, wenn man sich so das anschaut, sieht man schon, Schulter ist sehr gut, Arme sind eigentlich sehr gut, Brust könnte halt ein bisschen mehr, ne? Im Vergleich. Beinbeuger, safe. Beinbeuger musst du auf jeden Fall verbessern. Ne? Ist natürlich auch, wenn man nicht weiß, wie man den posen muss, schwierig, aber ich finde dein Quad viel besser als dein Beinbeuger.
Beinburger, Beinburger, Brust. Beinburger, Beinburger, Brust. Ansonsten sehr gutes Paket. Der Rücken, ja, ein bisschen mehr Latt vielleicht. Arme auch hier schön, ne? Also Bizeps kommt raus, Trizeps kommt raus. Sehr gut. Stefan. Weiter. Felix. Felix, Felix, Felix. Ja, sieht an sich auch schön breit aus. Schultern kommen sehr, sehr gut rein. Das, ja, kann man direkt von hinten sieht man schon, dass die Schulter stark ist. Und von der Seite sieht man dann auch, ja, voll am Start. Ich finde die Schulter fast noch ein bisschen zu stark für deine Brust. Arme sind auch super. Trizeps schön rund, Bizeps schön rund. Brust könnte ein bisschen mehr, boah, dieses krumme Sitzen, Freunde. Oh, sitzen am Limit. Ja, Rücken passt auch ziemlich gut eigentlich rein. Vielleicht ein bisschen mehr Latt, ne? Ein bisschen mehr Latt würde dir nicht schaden. Hier gefällt die Brust mir aber sehr, sehr gut. Ja, hier auch sehr, sehr gut. Yes. Es war wahrscheinlich das Bild, wo man vielleicht denken könnte, dass die Brust zu schwach ist für die Schultern, aber es passt eigentlich alles sehr gut rein. Upper Chest ein bisschen mehr vielleicht. Arme sind top. Rücken. Ja, ja, eher Rücken. Ich würde sagen eher Rücken und den Rest sieht man leider nicht. Yes, Felix. Phil Emser. Schauen wir mal, was der Phil so auf die Bühne bringt. 82 Kilo schwer, 1,77. Yes. Also von vorne die Most Muscular gefällt mir sehr gut. Vielleicht ein bisschen mehr Oberschenkelmuskel generell, ne? Ein bisschen mehr UK-Fleisch. Die Backpose gefällt mir auch sehr gut. Arme kommen sehr gut raus, Schultern kommen sehr gut raus. Rücken könnte ein bisschen mehr, ne? Fahrt ein bisschen mehr, klar. Aber von der Seite, yep, gefällt mir es auch eigentlich sehr gut. Schultern passen, vielleicht ein bisschen mehr Brust, so ein Ticken, ne? Arme sind super. Beinburger kommt auch gut raus, könnte aber generell halt auch dicker sein, ne? Also ich würde jetzt wirklich, so wenn ich mir das anschaue, ja, ein bisschen mehr, also du brauchst X-Frame. Wenn du richtig gut auf der Bühne, sag ich mal, performen willst, einen guten Platz machen möchtest, finde ich, brauchst du halt einfach mehr X-Frame, also mehr Unterkörper, weil der Lat kommt von vorne sehr, sehr gut raus, muss ich sagen. Ne, auch hier gefällt mir das sehr gut. Nice. Aber was mir nicht so gefällt, ist halt die Unterkörpermasse. Ne? Da kannst du noch ein bisschen dran arbeiten, vielleicht noch ein bisschen mehr Chest auch noch, dann wird es ein richtig gutes Gesamtpaket, Mann. Ja, sehr gut, Unterkörpermasse. Dustin am Start, Dustin Gehrig. Yes, Oberschenkelmuskel gefällt mir sehr gut. Brust gefällt mir auch in der Pose sehr gut. Latt kommt raus. Arme fallen deutlich ab in der Pose. Hier würde ich sagen, Glutbeuger gefällt mir alles gut. Latt könnte ein bisschen mehr sein. Von hinten zumindest. Trapez gefällt mir gut. Arme könnten dicker sein. Ja, das hat sich, glaube ich, bestätigt. Brust sehr schön von der Seite. Hier sieht man auch so ein Flatschen. Ne? Ist immer gut, wenn du von der Seite so eine fette Brust hast. Arme. Arme, Arme, Arme. Beine sind super. Beine sind super. Beinburger kann ich nicht bewerten, weil, ja, schlecht gepostet. Aber sieht aus, als hättest du einen guten Beinburger. Das denn. Yes, Kevo. Nächster. Kevo, Kevo, Kevo. So, wo fangen wir an? Kevo hat auf jeden Fall genug Bilder geschickt. Das ist auf jeden Fall sehr gut. So, Kevo von vorne. Sind das jetzt verschiedene Bilder? Oder immer, ja, wahrscheinlich, ne? Einfach nur verschiedene Bilder und keine Trafo. Yes, schauen wir uns das mal an. Kevo muss auf jeden Fall sein Posing üben. Arme sind brutal, Kevo. Muss man so sagen. Kann man das so sehen? Ja, Arme sind sehr gut. Schultern. Hintere Schulter gefällt mir sehr gut. Die vordere Schulter, die ist auch sehr gut, aber die mittlere Schulter, da kannst du vielleicht ein bisschen mehr draufpacken. Seitheben, Seitheben, Seitheben. Da würde ich mehr draufpacken. Die Brust sieht aber auch sehr gut aus eigentlich. Obere Brust würde ich halt noch mehr fokussieren. Ne? Upper Chest würde ich mehr fokussieren. Generell Brust. Das ist natürlich auch deine Brustform. Die ist nicht so 100%, sage ich mal, 10 von 10. Aber an sich, Arme sind super. Von vorne kann man es auch sehen. Also ich würde ein bisschen mehr seitliche Schulter mir wünschen. Das fehlt dir ein bisschen. Ne? Das nimmt dir auch ein bisschen so die Rundness und die Frame. Also definitiv größte Schwäche von dir, wenn man hier die Arme sich anschaut, ist der mittlere Schulterkopf. Hier kann man es auch sehen. Was ein vorderer Schulterkopf. Also der ist auf jeden Fall hart am Start. Ja, Lattfläche ein bisschen. Trapez gefällt mir auch sehr gut. Ja. Und ansonsten, ja, generell Beine. Also, da musstest du auch noch ein bisschen draufpacken. Also, Arme sind super, hintere Schulter ist super, Trapez ist ganz gut. Lat, bisschen mehr, Brust, bisschen mehr.
Und ja, Mann, mittlere Schulter vor allem. Das ist so die größte Baustelle von dir, Kevo. Yes, weiter geht's und zwar mit Robin. Robin. Trainingspedia Army. Wie gesagt, also voll crazy, wie viele Leute das schon mittlerweile haben. Ehrt mich brutal. Schultern mega nice. Gefällt mir sehr gut. Arme gefallen mir auch in der Pose sehr gut. Du scheinst eine sehr, sehr gute Frame zu haben. Also Knochenbau ist on point. Brust könnte ein bisschen dicker sein von vorne. Von der Seite gefällt mir das aber auch richtig gut. Ich würde sagen, Arme und Lat fallen so am meisten ab. Ne? Bist ja auch sehr weiß. Wenn du ein bisschen Wettkampffarbe, sag ich mal, drauf hättest, wäre es deutlich besser. Aber so die Posen, die man sehen kann, ne, würde ich sagen, so tendenziell Arme fällt ein bisschen ab, Rücken fällt ein bisschen ab. Jo. Der Rest passt eigentlich sehr gut zusammen. Und vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht noch Brust. Aber ansonsten sehr gut, Robin. Weiter geht's. Dennis. Ah, Dennis kenne ich. Dennis ist eine Maschine. 1,83 Kilo schwer, 96 Kilo, 1,81 Zentimeter groß, 23 Jahre alt. So haben wir die Zahlen richtig. Und 96 Kilo. Mega. Finde ich Bombe. Also Schultern sind schön rund, Arme sind dick, Beine sind richtig dick. Gibt es wenig zu kritisieren, außer vielleicht die Brust. So von vorne, aber das ist auch Off-Season-Look und von vorne natürlich. Ne? Von hinten würde ich sagen, Bizeps-Peak. Ein bisschen mehr, Trizeps kommt sehr gut raus, vor allem der linke Bizeps, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr rotieren, ne? Aber generell würde ich sagen, wenn was, dann ist es der Bizeps, so von hinten, vielleicht ein bisschen mehr Rücken, ein bisschen mehr Lat, würde dir auch nicht, also der Teres ist sehr stark am Start, ne? Sieht man hier auch, aber der Lat ist halt echt nicht so stark im Vergleich zum Teres, wenn man die zwei miteinander vergleicht. Hier zeichnet sich eigentlich das gleiche Bild, Schultern sind super, hintere Schultern mega, Bizeps kommt gut raus. Trizeps könnten vielleicht auch ein bisschen runder sein, ein langer Kopf, Trizeps, Brust vielleicht auch ein bisschen mehr, Beine sind richtig gut. Yep. Super, Dennis. Ja, mal weiter so. Hawaii Phil. Phil Hawaii. Hawaii Phil. Sehr viele Bilder, finde ich sehr gut. Von vorne. Quads super, finde ich. Adduktoren müssten kommen. Würde ich auf jeden Fall fokussieren. Die Brust vielleicht auch ein bisschen mehr, Schultern mega, Lat kommt ganz gut raus, könnte auch ein bisschen mehr sein. Hier zeichnet sich das gleiche Bild, ich möchte gerne ein bisschen mehr Lat und ein bisschen mehr Adduktoren, dann kannst du ein bisschen breiter stehen und hast eine richtige X-Frame und die Beine schließen trotzdem ab. Von der Seite, ja, gefällt es mir auch sehr, sehr gut, vielleicht ein bisschen mehr Trizeps, vielleicht ein bisschen mehr Brust, meckern auf hohem Niveau, sehr schön, so soll es sein, Lat definitiv. Ja, hier sieht man es auch. Teres Major gut am Start, Lat nicht so stark im Vergleich. Yes, ansonsten Beuger, Glut, alles am Start. Das kann man halt am besten bewerten, so wenn man mit einer Posinghose rumpost. Ne? Aber ist natürlich auch immer ein bisschen awkward. Yes, das gefällt mir auch sehr gut. Lat. Bisschen mehr Trizeps, bisschen mehr Adduktor. Ja, yep, sehr schön. Beuger könnte halt auch ein bisschen mehr, aber ich kenne es halt von mir selber. Wenn ich manchmal den Beinbeuger kacke pose, dann sieht der halt einfach nicht so nice aus. Weiter geht's mit der Anastasia. Auch eine richtige Maschine, kann man glaube ich direkt so sagen. Auch hier wieder, wenn man das aus Bodybuilding-Sicht betrachten würde, so rein Bodybuilding, könnte der Bizeps-Peak ein bisschen höher sein. Ne? Also von vorne eben den kurzen Kopf, von hinten eben den langen Kopf fokussieren, je nachdem was eben schwach ist. Aber ansonsten Glut ist krass, Beine sind krass, Schultern sind krass. Ja, eigentlich alles mit am Start. Gibt eigentlich keine große Schwäche. Also du hast wirklich keine große Schwäche, gar keine Schwäche ehrlich gesagt. So, ist natürlich alles angezogen, man weiß jetzt nicht, ob das jetzt sehr viel Muskulatur ist oder ob der Körperfettanteil doch ein bisschen höher ausgefallen ist, aber grundsätzlich so, ja, sieht es sehr gut aus. Schultern, ja, wenn man was irgendwie noch vielleicht kritisieren könnte, ne, so von vorne Quads und alles, ist ja alles parat, wären es ein bisschen die Adduktoren, so ein bisschen, ne, ansonsten der Rücken ist super, so ein super Rücken und vielleicht ein bisschen die Arme. Das sind so die einzigen zwei Sachen. Weil da hältst du noch sehr, sehr viel Fett. Und es ist mal interessant zu sehen, was passiert, wenn das Fett dann halt weg ist. Ob du immer noch den gleichen Umfang hast. Aber ansonsten, ja, würde ich sagen, mach genau weiter so. Keine großen Schwächen. Guck mal kurz, wie lange wir haben. Wow, schon über fast 30 Minuten, Freunde. Ich würde sagen,
Das war's auch schon mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Falls ihr das nächste Mal mitmachen wollt, dann folgt mir auf Instagram. Solche Aktionen, ja, die passieren immer sehr, sehr spontan. Schaut in die Story vorbei und dann seid ihr vielleicht demnächst auch mit dabei. Hoffe sehr, dass es euch geholfen hat, dass es euch gefallen hat. Ich bin jetzt komplett durch, eine halbe Stunde durchgelabert. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Tag oder was auch immer ihr gerade habt. Peace.